Allo go bum bla go bum bla go bum. Basso fataka i shanta hula wissa ullo go. Hey hatta tutta gore. Allo go bum bla go bum bla go bum. Basso fataka i shanta hula wissa ullo go. Hey hatta tutta gore. Allo go bum bla go bum bla go bum. In neuem Glanz erstrahlt das Gabaret Voltaire. Seit dem Frühling ist das Stadthaus renoviert worden. Ab morgen kann drinnen wieder Kultur stattfinden. Und zu der Wiedereröffnung geben sich Dada-Künstler wieder einmal, ein bisschen Gaga. Sie bietet für ein Baby mit dem Namen Dada 10'000 Franken. 6. Dezember 04. Mega, wow! Wir wurden als das ausgewählte Elternpaar benachrichtigt. Wir freuen uns. Dada geistert nun nicht mehr in unseren Köpfen herum, nein, Dada ist jetzt in unseren Herzen und natürlich in meinem Bauch. Das ist er, der knapp 4 Wochen alte Dada Kim Osarime. Von dem ganzen Rummel, der um ihn gemacht worden ist, weiss er nichts. Der kleine Mann ist kaum auf der Welt und schon Botschafter, und zwar vom Dada-Haus in Zürich. Also, wenn man nichts bekommen hat, muss ich ehrlich sagen, weiss ich natürlich auch nicht, ob wir dann das gemacht hätten. Aber der Rest hat auch stimmen. Also nur wegen 10'000 Franken hätte ich das nie gemacht. Ich finde es etwas, das ich jetzt dem Kind nicht Dada hätte. Ich würde das Kind nie Dada nennen. Weil das muss nachher mit dem Namen rumlaufen und kann es nicht selber wählen. Und das ist ein Schicksal, das man dem verleiht. Ja, ich finde das voll scheiße. Ja. Ich finde das blödsinnig, so etwas zu machen. Ich weiss auch nicht, dass ich nicht Dada heißen will. Natürlich kann man sich fragen, ob das ein sinnvoller Name ist, aber ich weiß nicht, ob das so viel schlimmer ist, als wenn nun alle Kinder eines Jahres Kevin heißen, weil ein Hollywood-Film Kevin hieß. Dada ist doch ein wunderbarer Name. Ich habe einen Kollegen, der heißt Dado. Mhm. Also wie viele Übernamen haben wir? Mir hat man zum Beispiel gesagt Bumbi. Das haben wir natürlich auch gehört, kannst du dein Kind nicht verkaufen. Ja. Und so, oder? Und ich finde einfach, wir verkaufen unser Kind nicht. Sondern wenn man von verkaufen hat, vielleicht höchstens ein Stück von seinem ersten Lebensjahr. Die meisten Leute haben ja etwas dagegen, weil die Eltern für ihr Kind 10'000 Franken gekriegt haben. Mein Gott, hat man jetzt dieses Kind so ausverkauft und so weiter und so fort. Das ist natürlich heuchlerisch. Es wird ja heute dauernd gemacht und Werbung mit Kindern auch. Und ich meine, auch UNICEF macht Werbung mit Kindern. Und jetzt kommt Comcom und sagt, jetzt machen wir fairerweise, zahlen wir sogar noch etwas. Wir zahlen auch mit 10'000 Franken diesen Eltern. Also eigentlich sogar in einem Marktstandard, wo man sagen kann, der ist würdig der Leistung der Kinder und der Eltern. Und ich lange nicht überall überzeugt bin, dass alle die Kinder ein paar Tausend Franken bekommen haben, die man hier in diesen Werbeprospekten sehen. Wir schenken Ihrem Baby 10'000 Franken, wenn Sie ihm den Namen Dada geben. Ich hätte das umgekehrt gemacht. Ich finde, Dada ist so eine Marke, dass jemand mir 10'000 Franken hätte bezahlen müssen als Copyright, wenn er den Namen Dada verwenden darf. Ich hätte es interessanter gefunden, wenn das Honorar für das Kind vielleicht nicht 10'000 Franken gewesen wäre, sondern 500'000 Franken, also ungefähr den Kosten entsprochen hätte, die es braucht, bis sein Kind 20 Jahre alt ist. Wir haben einen Brief von der UNICEF, einen relativ massiven, einen ziemlich massiven, erhalten, die uns aufgefordert hat, die Übung abzubrechen. Also eben, es wäre auch quasi gegen die Rechte der Kinder und sie würden missbraucht. Ah, wir haben einen Brief bekommen von UNICEF und ich habe eine Antwort an UNICEF geschrieben, die muss ich Ihnen vorlesen. Sehr geehrte Frau und Herr, bla bla,
Danke für Ihren Brief, der uns sehr erschüttert hat. Nicht, weil wir denken, dass die Würde des ungeborenen Lebens eines Kindes durch den Namen Dada und die Aktion darum herum beeinträchtigt würde, sondern dass die Direktion der UNICEF Zeit hat, sich um ein solches Pseudoproblem zu kümmern. Kümmern Sie sich um die echten Bedürfnisse der Kinder. Die Swatch-Gruppe wird auf jeden Fall, solange solche Prioritäten bei UNICEF herrschen, von jedweder Spende alle unserer Marken in der Zukunft absehen. Arme Kinder der Welt, von solch einer Fantasie und humorlosen UNICEF vertreten zu werden. Ich bin der Meinung, unrechtmäßig ist in diesem Kunstprojekt gar nichts. Aber es ist ein Grenzgang. Jetzt im Nachhinein ist die einzige Reaktion für uns, dass das Produkt gekauft wurde. Aber wir haben nicht, sagen wir mal, konkrete Anrufe oder Mails oder so bekommen in Bezug auf Dada. Was ist hier noch das Kunstwerk? Ist es am Schluss wirklich die ganze Mediengeschichte? Ist es das Kind? Von Komm und Komm weiß man inzwischen, dass es am Schluss irgendwie ein Ganzes gibt. Und das Ganze ist ein Kunstwerk. Wir haben ganz neuen, zudem einen neuen Ansatz von Konzeptkunst. Das ist nämlich einerseits ist zuerst ein Konzept da und dann wird das Konzept laufend angepasst. Es ist eine Versuchsanordnung und das, was jetzt dasteht, ist das Resultat dieser Versuchsanordnung. Dass man jetzt mit diesem Dada der Bewegung ein menschliches Ready-Made gibt, die Idee finde ich eigentlich genial. Das ist das Faszinierende von guter Kunst, dass sie eben etwas kann auf Traktandenlisten setzen kann, wo sonst niemand wagt. Was mich bei den Projekten von Komm und Komm eben etwas stört, ist, dass sie reichlich harmlos oft daherkommen. Das heißt, diese Geste, das Kind auf Dada taufen zu lassen, ist durchaus originell. Tut aber auch niemandem wirklich weh, denke ich. Du bist Dada, fertig, bla bla, schenke dir einen Blumenstrauß. Schau da, lasse zu, denn Dada ist im Haus. Ich komme über, er wird etwas mit Schreiben machen. Er kann ein Journalist werden oder irgendetwas in dieser Richtung. Und er wird nicht gecancelt wegen seinem Namen. Vielleicht gibt es einen Fußballer. Vielleicht gibt es einen Weltmeister in der Volksmusik. Oder vielleicht gibt es tatsächlich einen Dadaisten. Das ist ganz klar ein Langzeitprojekt angelegt. Neben der Lancierung kommt jetzt die lange, lange zweite Phase, die wir auch nicht wissen, wie lange sie mitbetreuen, aber wir haben auch Verantwortung. Wir sind wirklich Götti dieses Kindes und dieses Projekt soll jetzt nicht nach einem Jahr fertig sein. Das soll weitergehen. Also ich freue mich auch, wenn ich ihn an der Hand nehme und mal sagen, hey, look, das ist gerade eine Revolte und wir da eins können ziehen. Oh, baby, boy.